Hallo und herzlich willkommen zu diesem Livestream, zu diesem ersten im neuen Jahr. Ich habe meine Letztjährigen gezählt über Weihnachten und habe gesehen, dass ich im letzten Jahr 20 Livestreams gemacht habe. Und ich hoffe einfach, dass euch die nützen und euch weiterbringen. Ja, heute geht es um ein spannendes Thema. Ich nehme zum Anlass, dass... Hi Blanka, freut mich, dass du dabei bist aus den Niederlanden. Ich nehme das Suchtsymposium von Anne Sono, von meiner Kongresskollegin Anne Sono, um ein paar Worte zum Thema Kommunikation und Sucht zu sagen, weil ich das einfach so wichtig finde. Weshalb Kommunikation und Sucht ganz häufig geht das unter? Und wir machen da keinen Zusammenhang zwischen Kommunikation und Sucht. Aber da gibt es ganz viele Zusammenhänge. Und zwar kannst du dir das so vorstellen, wenn du zurückgehst zu deiner Prägung und zu deinem Familiensystem, dann lernst du Kommunikation im Moment, wo du auch lernst, welche Strategien du anwenden musst, damit du quasi durchkommst in deinem Kinderleben, in dem du so abhängig bist. Ganz häufig ist es so, dass wir nicht genau das bekommen, was wir gerne möchten. Also wir haben einen Mangel. Wir sind nicht so empfangen, wie wir gerne möchten. Es werden uns Dinge gesagt, die uns in Scham versetzen und uns ein Gefühl geben, dass wir nicht zugehörig sind. Das ist ja eines der ganz, ganz wichtigen Themen. Wie können wir zugehörig sein? Und ihr wisst, entwicklungsgeschichtlich, das haben wir schon in der Scham gesehen, im Schamthema, entwicklungsgeschichtlich ist es für uns wirklich wichtig, dazu zu gehören, weil früher war das wirklich so, dass man gestorben ist, wenn man aus der Gruppe ausgeschlossen wurde. Und heute stirbt man zwar nicht mehr, aber es macht diesen tiefen Schmerz. Nicht dazu zu gehören, nicht so empfangen zu sein, wie du bist, so in deinem ganz tiefsten Inneren, in deinem Wesen. Und das ist für uns alle einfach schlimm. Das ist für uns alle, wir sind da abhängig in diesem Alter. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir empfangen werden. Und wenn wir nicht empfangen werden, dann ist das wirklich ein tiefgreifendes Erlebnis und etwas, was sich in uns festsetzt, dass wir nicht liebenswert genug sind, dass wir falsch sind in irgendeiner Form, dass wir zu dumm sind. All diese Geschichten. Du kannst das selbst bei dir erarbeiten und schauen, was sind die Gedanken über dich selbst, die du aus deiner Prägung mitnimmst und die dich abwerten und dir diesen Schmerz verursachen. Und dann stehen wir da mit diesem Schmerz. Als Kinder können wir das häufig zudecken in irgendeiner Form. Und so, wenn wir ein bisschen älter werden, wenn wir in die Pubertät kommen, wiederholen sich die Themen. Und dann stehst du da und versuchst, ins Erwachsenenleben reinzukommen. Und selbstverständlich stehst du da mit deinen Prägungen, mit deiner Unsicherheit sowieso, mit deiner Unsicherheit, mit deinem
ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Und wenn dieser Schmerz groß ist, oder auch wenn er nicht so groß ist, dann ist die Verführung ganz groß, dass ich diesen Schmerz durch irgendetwas zudecke. Essen. Das ist so das Einfachste. Essen. Wer kennt nicht die Schokoladengeschichte? Oder Alkohol trinken. Alkohol macht so ein bisschen dumpfer, nicht besonders, befreit einen auch ein bisschen, macht einen auch ein bisschen lockerer, aber hauptsächlich beschwichtigt es diesen Schmerz. Dasselbe macht Rauchen oder irgendeine Form von Substanzen, die wir zu uns nehmen. Diesen Schmerz beschwichtigen ist was ganz Wichtiges. Wir lernen nicht, in diesem Schmerz zu stehen und etwas für uns zu tun, was dann das Wohlbefinden stärkt. Also wir gehen dann nicht auf uns zu, sondern wir wenden uns von uns ab. Und was bedeutet das für die Kommunikation, wenn ich mich von mir abwende? Wenn ich etwas verdränge oder beschwichtige, dann bin ich auch nicht klar in meiner Kommunikation. Ich bin nicht klar in meiner Kommunikation. Es drückt sich aus im Körper. Ich bin dann nicht ganz frei im Körper. Ich bin zurückhaltend. Ich kann nicht in meine eigene Größe gehen. Ich kann nicht das ausdrücken, was ich gerne möchte. Ich kann meine Meinung nicht ausdrücken, weil ich befürchte, dass die anderen dann, wenn ich Ja sage, Nein sagen und ich dann wieder nicht dazugehöre und sich diese Erfahrung wiederholt. Das möchte ich selbstverständlich nicht. Und dann passe ich mich an und gehe nicht in meine ganze Kraft. Und dort ist so dieser Übergang von innerer Prägung zu einem Suchtverhalten. Und das, was besonders interessant ist an dieser Geschichte, ist, in der gewaltfreien Kommunikation sagen wir ja, wir schauen, dass wir unsere Bedürfnisse verfolgen. Und Bedürfnisse können auch stark sein. Und dann ist die Frage, was ist ein Bedürfnis und wo geht es über in eine Sucht? Und du kannst das feststellen, wenn du ganz, ganz ehrlich und sorgfältig bist mit dir, dann kannst du feststellen, dass wenn das Bedürfnis so, so, so stark ist, also geliebt zu werden zum Beispiel oder in Gesellschaft zu sein oder gesehen zu werden, wenn das so stark ist, dass du nicht zwischendurch Abstand nehmen kannst, wenn das so stark ist, dass du unbedingt den Schmerz zudecken musst, dann geht es, ich sag's mal so, dann geht es in Richtung Sucht. Ich bin da ziemlich niederschwellig. Auch wenn ich Sucht, ich habe keine moralischen Urteile darüber, weil ich finde, wir leben in einer Suchtgesellschaft, die nicht hilft, dass wir in unsere Kraft kommen, sondern uns davon ablenkt, in die Kraft zu kommen. Also wo beginnt die Sucht? Und wo ist es noch einfach ein starkes Bedürfnis? Wenn du dich da an diese Grenze wagst, dann erfährst du ganz viel über dich und deine Eigenliebe. Weil ich finde, Sucht ist das Eigenliebe-Thema per se.
Und natürlich drückt sich deine Eigenliebe in deiner Sprache aus. Also du sprichst so, wie du dich liebst oder nicht liebst. Du machst diese Abwertungen, die du bekommen hast, wenn du dir da nicht bewusst bist. Weil du kennst es ja nicht anders. Also wenn du es nicht irgendwo noch anders gelernt hast, dann drückst du das so aus, in deiner verbalen Sprache, aber auch in deiner Körpersprache. Also in diesen 92%, die unbewusst sind und die das gespeichert haben. Man könnte noch weitergehen, man könnte sagen, die ganzen Suchtmuster deiner Ahnen sind mitgespeichert, die nehmen wir ja alle mit und die sind häufig unbewusst, also das Familiensystem spielt da eine große Rolle. Und wie kannst du da klarer werden drüber, wo du bist? Wie sich Gewohnheiten, von denen du annimmst, dass sie keine Süchte sind, wie kannst du da testen, ob das bereits eine Gewohnheit ist, von der du nicht mehr ablassen kannst? Du kannst ausprobieren, einfach: Hey Heike aus Malta, hallo. Toll. Wie kannst du an diese Grenze gehen, deiner Gewohnheiten? Vielleicht auch dieser Gewohnheiten, die du gar nicht so gerne hast an dir, wo du denkst, ja, ist das jetzt nötig, dass ich nochmal, ich nehme nochmal die Schokolade, eine Tafel Schokolade esse? Oder wie ist es mit diesem entspannenden Glas Wein am Abend? Oder essen gehen? Und du isst ein bisschen zu viel, weil du nicht sorgfältig bist mit dir. Und nicht dort aufhörst, wo es wirklich genug ist, weil da auch eine Konvention ist. Man isst dann auch noch das Dessert zum Beispiel, die Nachspeise. Und wie kannst du das da rausfinden? Ich habe das so gemacht, dass ich meine Gewohnheiten unter das Mikroskop gelegt habe. Es war so wie meine Gewohnheiten unter das Mikroskop legen und die genau vergrößern und genau anschauen. Also verlangsamen. Merken, welche Körpergefühle du hast, das nützt. Merken, wenn du Scham kriegst, dann bist du nahe dran an diesem Knackpunkt von, muss ich den Schmerz zudecken? Du kannst davon ausgehen, dass es ein Schmerz ist, den du zudeckst. Und Scham hat auch eine Schmerzkomponente. Scham und Schuld. Also wie kannst du da verlangsamen und genau schauen, weshalb du etwas tust? Es verlangt von dir schonungslose Ehrlichkeit natürlich. Und das ist überhaupt nicht einfach. Aber nützlich. Es ist total nützlich. Und selbstverständlich, gell, wenn du da Hilfe brauchst, dann gibt's Kommentare bei den Livestreams, bei den Anzeigen für die Livestreams. Da kannst du in die Kommentare schreiben und genauer werden und Fragen stellen. Schau mal deine Gewohnheiten an und schau mal, welche Gewohnheiten sind dir nützlich? Also steigern dein Wohlbefinden und welche Gewohnheiten nicht. Und was sagst du dir zu deinen Gewohnheiten? Das ist auch toll. Was erzähle ich mir im Zusammenhang mit meinen Gewohnheiten? Vor allem mit denen, von denen ich denke, dass ich sie vielleicht nicht haben sollte.
Was sage ich mir da? Wenn ich beschwichtige, dann ist irgendwas im Busch. Das kann eine etwas ganz Niederschwelliges sein, dass man in der Grauzone von Bedürfnis zu Sucht natürlich. Es geht eher darum, dich besser kennenzulernen da und nochmal zu sehen, sind meine Anliegen, ist mein das, was ich als Wert meiner selbst verstehe, ist das gewürdigt oder nicht? Würdige ich das selbst oder nicht? Da kannst du rausfinden, wie das geht. Und ich sage noch was Letztes, was ich auch finde, gehört zum Thema Sucht, auch wenn es nicht so scheint. Nicht Nein sagen können, hat dahinter ein unglaublich großes Bedürfnis nach Anerkennung und nach Geliebtsein. Und viele Menschen tun alles Mögliche, um geliebt zu werden und tun alles Mögliche, um nicht Nein sagen zu müssen. Also wie steht's mit Nein sagen? Ist das einfach? Oder ist das schwierig? Burnout-Leute können nicht Nein sagen. Ich danke euch für die Herzchen. Burnout-Leute können nicht Nein sagen. Wenn ich Leute habe hier in der Praxis, die mit Burnout kommen, dann arbeite ich mit denen an der Prägung und der Kommunikation. Also, wie gut kannst du dich ausdrücken? Wie gut kannst du deine Meinung von dir aus sagen? Oder wie schwierig ist das? Wenn es für dich schwierig ist, dann ist es gut, wenn du es lernst. Wenn du merkst, okay, ich habe eine Sorge, nicht dazu zu gehören, nicht geliebt zu sein. Und selbstverständlich bedeutet, dich nicht auszudrücken, deine Kraft zu schmälern, deinen Raum enger zu machen, dich der Welt nicht zu schenken und zu befürchten, dass du nicht geliebt bist. Und dann ist die Frage, liebst du dich selbst? Und ich finde, Sucht hat immer was zu tun damit, ob ich mich selber liebe oder nicht. Ich habe nie was anderes erlebt in meiner Praxis mit meinen Klientinnen und Klienten. Und ich habe es auch nicht anders erlebt mit mir selbst. Ich habe diejenigen von euch, die den Newsletter kriegen, ich habe gestern im Newsletter, den ich verschickt habe, um das Suchtsymposium anzukündigen, das ihr auch hier schon in der Gruppe gesehen habt, habe ich davon gesprochen, dass ich geraucht habe. Ich habe lange Zeit geraucht. Ich habe in ganz jungen Jahren als widerständige junger Teenager habe ich angefangen zu rauchen und habe dann geraucht bis etwa 45. Ich habe nur etwa 2 Jahre wirklich viel geraucht. Viele Leute haben dann später nicht mal mehr gewusst, dass ich rauche, weil ich habe nur abends geraucht und auch nur 2, 3 Zigaretten, eine Zeit lang 5. Als ich mal bei meinem Hausarzt ein Lungenbild wollte, hat der gesagt, wie viel rauchst du denn, Renata? Und dann habe ich gesagt, ja, 3 bis 5 Zigaretten. Dann hatte der einen Lachanfall und hat gesagt, also für 3 bis 5 Zigaretten mache ich mit dir sicher kein Lungenbild, um zu sehen, ob du total schwarz bist in deiner Lunge. Da kannst du dich beruhigen. Und doch habe ich gemerkt, dass es eine Sucht ist, weil ich nämlich die ich geraucht habe und gebraucht habe. Und dann habe ich angefangen zu schauen, woran liegt es denn?
Was denke ich von mir? Was denke ich, bevor ich die erste Zigarette anzünde? Was denke ich, was ich tun sollte? Was denke ich, wer ich bin und wer ich nicht bin? Da konnte ich mir natürlich alle möglichen Geschichten erzählen, die aus meiner Prägung stammen und auch aus anderen Lebensfeldern. Und dann habe ich gemerkt, je näher ich mir selber komme, und ich habe mich viel auch mit Scham auseinandergesetzt über viele Jahre, je näher ich mir komme, desto weniger dringend ist dieses Zudecken des Schmerzes. Und ich habe gesagt, ich zwinge mich nicht, ich bin ganz schlecht in mich zwingen, ich werde total angespannt, wenn ich mich zu etwas zwinge. Und das tut meinem Körper einfach nicht gut. Und dann gehe ich diesen Weg der Eigenliebe und habe angefangen, mich immer mehr über all diese, sind 3 Jahrzehnte ungefähr, mich über diese Jahrzehnte hinweg, mich mir selber immer mehr zuzuwenden. Und eines Tages ist das von mir abgefallen. Und heute habe ich das, ich rauche jetzt seit 15 Jahren nicht mehr. Und ich kann es mir so gar nicht mehr vorstellen. Es ist, als ob das nie zu mir gehört hätte, obwohl es zu mir gehört hat. Probier doch das aus, mit dir auch. Probier das aus, wie das ist mit deinen Gewohnheiten und deinen Beschwichtigungen. Das ist total interessant. Ich glaube, mal so viel für heute zum Thema Sucht und Kommunikation. Ihr merkt, es hängt ganz nahe zusammen. Diese Prägung, die Prägung haben wir gelernt, währenddem wir auch Kommunikation gelernt haben, und da drin hängt es. Und selbstverständlich ist dort auch der Hauptschmerz passiert, des Nicht-Empfangenseins, des, was auch immer passiert ist, dass wir nicht so empfangen wurden, wie wir es gebraucht hätten. Und selbstverständlich, das möchte ich noch sagen, sind die Eltern auch nicht so empfangen worden, wie sie es gebraucht hätten. Einfach, dass da auch ein Teil Frieden entstehen kann. Bis nächste Woche, es geht wieder los mit den wöchentlichen Livestreams. Und ich schreibe euch nochmal hin, wie denn die Adresse ist, die www-Adresse des Suchtsymposiums. Beginnt, wir haben jetzt 17 Uhr, beginnt heute um 18 Uhr. Schreibt euch ein. Ich glaube, sie beginnt, die Anne, mit dem Gerald Hüther, was immer toll ist. Ich danke euch, dass ihr dabei seid. Ich bin so glücklich, dass ich euch hier sehe und sehe, dass ihr mitschaut und euch das interessiert. Macht auch Kommentare. Das ist immer toll. Okay, bis bald. Und wie immer gibt's bald einen nächsten Post und dann könnt ihr wieder kommentieren, welche Fragen ihr habt. Tschüss und bis bald. Tschüss.